Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja da hinten irgendwie die Aufnahme beendet. Und dann hatte ich einmal kurz hierher geschwommen und gespeichert. Und habe komischerweise die falsche Axt und bin auch irgendwie blutüberströmt. So, einmal gewaschen. Ja, noch nicht ganz. So, hungrig bin ich auch noch. So, habe ich irgendwas zu essen? Ne, ich habe nichts zu essen. Warte mal, lieber Inventar. Nehmen wir mal wieder die Axt. Und da gibt's Vögel. Komm, ich hab Hunger. Kannibalismus kann ich hier auch nicht betreiben, oder? Steine fressen kann ich auch nicht. Ich will den Vogel haben. Ja. Denn? Wo ist der Vogel denn? Da ist wieder einer. Komm, und? Oh. Neck, einen Riegel habe ich jetzt nicht. Ich sagen, rennen wir einmal da hinten, wo die Schildkröten. Oder hier dahin gibt es ja auch immer Schildkröten. Schnappen wir uns eben mal eine. So, wo sind die Schildkröten? Im Moment, ich sehe gerade, ich habe vergessen, Licht anzumachen. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Jetzt ist nur die Frage, wo sind die Schildkröten? Und auf Ureinwohner habe ich jetzt auch keinen Bock. Weil ich will jetzt auch nicht von denen wieder hier totgeprügelt zu werden. Notfalls können wir ja auch, wenn die jetzt hier wieder attackieren, noch mal ins Wasser fliegen und zum Wasser retten. Hat einer? Ja. Scheint ein Baumstumpf zu sein. Da haben wir wieder eine Schildkröte und hier noch eine. Och nö. Direkt da rennen die wieder. Komm. Können wir die jetzt schnappen? Komm, Schildkröte. Brauch dich. Ja. Haben wir das Fleisch? Und die sind irgendwo da hinten. Und wir rennen mal schnell wieder zurück. So, die sind jetzt auch nicht gerade in der Nähe. Da springe ich lieber aufs Boot. Mach mir da was zu essen, als auf diese paar Meter hier auf dem Land. So. Und noch einen zweiten. Dass sie beide auf einen Schlag. Komm, beeil dich mal.
Okay, Schildkrötenfleisch macht einen sofort satt. Okay, da haben wir jetzt nichts zu trinken. Dann trinken wir mal eine Dose Soda. Dann würde ich sagen, wir legen uns hier mal offen. So, Licht können wir ausschalten. Und dann haben wir noch ein bisschen was vor. So, To-Do-Liste. Erkunde hängende Höhle. Erforsche die hängende Höhle weiter. Erkunde Höhle der Anwälte. Erkunde Wasserfallhöhle. Baue Verteidigungsanlage. Ja, das haben wir. Tun. Hier haben wir Fleisch. Und Fleisch. Diesen Proviant brauchen wir halt. Einer von denen wird. So. Können wir mal schauen, ob wir noch irgendwas vielleicht entdecken. Wir haben ja schon mal drei Höhlen dort. Was haben wir eigentlich noch so alles da, womit wir irgendwas erkunden können? Wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Pfeile. Was haben wir hier? Druckelflasche. Füllt das Tauchgerät auf. Wir können ein Tauchgerät haben? Habe ich irgendwie total vergessen, dass man ein Tauchgerät haben kann. Durch. Haben wir den? Oder den Hasen? Komm schon. Komm durch. Scheiß Viecher. Komm, Bambi. Ja, Bambi. Wir haben Bambi gekillt. Hoppla. Ja. Wir haben Bambi gekillt. Aber wir haben auch wieder Hunger. Ach, ein Bambi. Ja, großes Fleisch haben wir auf jeden Fall. Also im Grunde, abgesehen von Bauen, weiß ich auch gar nicht, was man groß hier eigentlich noch so tun könnte, außer die Insel noch zu erkunden. Und das ist auch für mich bisschen sehr gefährlich, sagen wir mal so. Vor allem, ich bin ein totaler Noob hier drin. Und habe auch nicht wirklich groß Lust zu sterben. So, ich mache mir eben jetzt einen kleinen Bambi hier. Ja. Wir grillen mal Bambi. Dann essen wir Bambi. Dann würde ich sagen, wir gehen mal vielleicht hier ein bisschen so straight geradeaus. Hier in diesen Weg. Und dann schauen wir mal an, was wir vielleicht noch so entdecken könnten. Aber auch ohne Rüstung glaube ich auch, dass es ein bisschen zu gefährlich sein könnte. Dass wir vielleicht auch irgendwie auch in dieser oder nächsten Folge versuchen, so ein paar Ureinwohner hier anzulocken und die dann auf den Grill schmeißen, anzünden und und dieser Baumstamm da, wo jetzt die Spitze von meiner Axt ist, da. Ich dachte schon, das wäre ein Thrombosenjunge. Kurz einen Schock bekommen.
Survival. Ja, aber die Bäume wachsen schon nach. Hier ist zwar noch ein Baumsturm, aber... Ja, die laufen weiter. Rät an mir vorbei, aber... Mir ist zum Glück nichts passiert. Die haben mich zum Glück nicht gesehen. Wo sind sie? Ich hoffe, die attackieren mich jetzt nicht. Das mit den Bäumen ist auch echt gruselig. Hier haben wir wieder eine Klippe. Ein Boot. Sieht so aus, als wäre hier auch irgendwo vielleicht eine Höhle. Eine Höhle? Nö. Keine Höhle. Hier ist was zu trinken, aber ich traue dem nicht. Moment mal. Das hier kenne ich doch. Hatten hier nicht Gronkh und Turbinator nicht genau hier ihre Hütte auf dem Wasser gebaut? In dessen letzten Staffel hier so. Ja, ist jetzt auch schon, glaube ich, über ein Jahr her oder so, wie die das gemacht hatten, aber das war genau hier. Da gibt es irgendwas. Ah, Pfeile. Yeehaw! Lunch. Übrigens auch nur so zur Info. Es kann sein, dass ich öfters mal während der Aufnahme mal Husten anfange. Ich bin immer noch nicht ganz gesund. Hab immer noch so ein Reizhusten, so Hals immer noch am Kratzen. Das mal kommt so ein bei mir raus oder so in der Richtung. Quatsch. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich jetzt immer noch etwas erkältet bin, aber euch auch nicht hier irgendwelche Folgen verpassen lassen will. Genau das meinte ich. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ja, ich will euch auch nicht die Folgen hier ewig drauf warten lassen und so. Sagen wir, rüsten die Axt wieder aus. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir jetzt gerade hinlaufen. Aber das waren doch gerade irgendwelche Bären. Kann man die essen? Oh, neue Pflanze entdeckt. Da passiert uns nichts. Die kann man essen, okay. Haben wir auch noch irgendwas, glaube ich. Koffer. Ball. Weg damit. Bücher und Alkohol. Und es gewittert wieder. Das ist nice. Die ziehen. Snack haben wir wenigstens wieder gesammelt. Bin kleinen Hunger unterwegs. Eichhörnchen. Ah, hier sind wir wieder beim Flugzeugwrack.
Gibt's da vielleicht noch irgendwas, was wir übersehen haben oder vergessen haben? Medizin gibt's hier noch. Essen gibt's hier noch. Medizin können wir nicht noch mehr nehmen. Noch mal Essen, Soda. Noch mehr Medizin, Soda. Soda haben wir voll. Alkohol. Alkohol, Alkohol. Haben wir auch schon voll. War nice, dass wir das wiedergefunden haben. Muss ich genau hier war das dann das Arschloch dieser Welt. Ja, runter habe ich jetzt nicht vor, da, aber genau hier ist es. Warte mal, Baumenü, brauchen wir hier irgendwo so eine Signaldings, Signalflagge. Genau, hier bauen wir den hin. Ein Stein fehlt uns. Ja, ich weiß, du hast mich gesehen, aber mir ist egal. Den machen wir mal auch in Blau. Nein. Der hier wird. Welche Farbe hatten wir schon alles? Blau, Rot, Pink und Grün. Dann nehmen wir hier. Gelb hatten wir noch gar nicht. Aua. Nein. Oh, nein! Was ist jetzt passiert? Nein, 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 nein! Ach ne, jetzt werde ich wieder verschleppt. Digga. Scheiße, nein. Oh. Aber okay. Ja, ich bin wieder hier. Wir hängen hier wieder ab. So. Kennt das Spiel. So. Da haben wir einen Ausgang. So. Habe ich immer noch die Axt. Ja. Wir sind wieder in derselben Höhle. Genau, wir sind wieder in der Höhle. Ich habe aber nicht vor, hier jetzt lange zu bleiben. Da gibt es wieder Geld. Ich wollte eigentlich die Welt ein bisschen erkunden. So, dann gehen wir hier wieder raus. Ja. Wir sind wieder in dem verdammten Dorf von denen. Wir decken eben das. Das. Naja, und einmal Medizin. Und da hinten war das Arschloch. So, wir sind auch wieder blutüberströmt. Schön. So, Licht können wir wieder ausmachen. Oh. Was ein Scheiß. Aber auch interessant, das sind Totems. Oh oh. Das hat sich nach Muschiklaus angehört. Nein, 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 nein,
Oh. Nein! Digga! Schnell Medizin! Schnell Inventar raus! Nein, 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 nein! 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 Ah! Nein, Medizin! Digga! Boah. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich habe die jetzt abgeschüttelt, aber hatten wir eben einen Moment. Okay, ich glaube, die. Na, oh, die sind da vorne. Oh. Okay, da sind die jetzt. Haben die mich gesehen? Ich glaube schon. Ich glaube, sobald ich dahin abhaue, Richtung nach Hause, sind die sofort wieder hinter mir auf den Fersen. Nee, aber zum Glück habe ich die beiden Viecher da, Thrombosen Jonas und das andere da, hier abgeschüttelt. Ich glaube, die beiden hätte ich nicht überlebt, wäre ich da länger geblieben. Ich gehe lieber nach Hause. Ja, aber das alles, was ich gesammelt habe an Medizin, ist wieder für den Arsch. Aber hier sind ein paar Koffer. Vielleicht haben wir wieder Medizin. Komm. Nein, Tücher und Alkohol, aber keine Medizin. Ich will jetzt aber auch ganz schnell wieder zum Safe Spot. Genug Mut gesammelt für einen Tag. Eine Aufnahme. Da ist noch ein Bambi. Entschuldigung wieder dafür. Sorry, auch wenn ich jetzt ein bisschen stiller bin, aber ich muss das gerade erstmal verarbeiten von Thrombosen, Jonas und das andere Viech da. Hier überrannt worden zu sein. Ich glaube, es wäre mir lieber, wenn ich das Ding da ein bisschen weiter baue. So, kann ich das Ding noch? Ja. Nehmen wir mal den falschen zuerst. Wir wollen ja nach da hinten hin. Da und weiter. Ich muss entweder dieses Boot hier wieder abreißen oder mir einen zweiten Mann holen, damit mir das zockt.
Ist schon echt lästig, hier so zu zweit, beziehungsweise allein ein Los für zwei zu fahren. Ja, mal wieder hin und her zu rennen. Um voranzukommen. Nein, gut. Genau das wollte ich machen. Ja, da kommen auch schon ein paar Bäume wieder nach. Auch schon mal gut. Diese Krähe einfach. So. Ich glaube, die drei hier, die reichen vollkommen aus. So. Nehmen wir den. Jo. Komm. So. Und der hier. So. Bambi. Hatte kurz gedacht. So. Haben wir jetzt erstmal ein bisschen was an Holz. Auf. Mal schauen. Haben wir noch irgendwas Frisches? Ja, alles noch frisch. So. Boah, ey, tut mir leid, echt für meinen Husten. Wenn ich könnte, würde ich das einfach rausschneiden, aber so gut bin ich jetzt noch nicht mit den Audios und so weiter hier schneiden. Ja. Aber ich bin ja immer noch im Lernprozess, was hier Videobearbeitung und so weiter angeht. Und in Zukunft werdet ihr auch auf jeden Fall bessere Videoqualität und Audioqualität hier haben. Vielleicht dauert es bei mir halt ein bisschen länger als bei anderen. Aber ich will mir auch immer ganz sicher sein und will das auch richtig lernen. Und ja. Ich glaube, das macht schon auch einiges aus, wenn man es auch richtig lernen will, vernünftig machen will. Und auch will ich nicht, dass ihr dann mal eine Folge verpasst oder so, oder dass mal irgendwie eine Folge zu spät kommt oder so. Ist in letzter Zeit
ein paar Mal passiert, weil ich mit dem Aufnehmen nicht hinterherkam, tatsächlich. Aber trotzdem kamen die Folgen täglich raus. Und ich hoffe, ja, dass die mir diese kleinen Fehler und so weiter, diese kleinen Ausfallzeiten trotzdem verpasst und verzeiht. Und ja, nicht dann und auch nicht so nachtragend dann seid oder so. Und ich habe auch schon öfters auch privat mitbekommen, dass vielleicht meine Kommunikation, mein Gerede, hier meine Aufnahmen auch ein bisschen vielleicht zu langweilig sind für den einen oder anderen. Aber ich will jetzt auch nicht der YouTuber oder der Streamer oder sowas in der Richtung sein, der die ganze Zeit in den Aufnahmen nur rumbrüllt, sondern ich will auch selber was von dem Spiel ja richtig mitbekommen. Ich will es verstehen, so. Ich will auch über Fails und so weiter auch lachen, auch über meine eigenen. Und da das Gameplay und so weiter ist mir wichtiger als hier irgendwie wegen Kleinigkeiten hier anfangen rumzuschreien oder so. Oder wie hier, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber da gab es auch jemanden, der sein eigenes Mikro dann gedeepthroatet hatte aus Wut. War das vielleicht Gebi oder so? Ich weiß es nicht mehr. Aber ne, ich will einfach nur entspannt spielen. So ein bisschen was dazu quatschen. Vielleicht irgendwie auch, wenn es Story gibt, so was dazu erzählen. So, und vielleicht auch irgendwie so Aufbauspiele. Für mich ist ja hier The Forest auch ein Survival-Aufbauspiel. Die sind ja auch im Grunde eigentlich. Weil ich kann hier auch meine eigene Siedlung und so weiter bauen. Und ja. Dass man hier auch einfach mal so drauf losquatschen kann und so. Einfach entspannt. Und wer einfach so Aufregung sucht, so Leute, die sich aufregen, so die ganze Zeit schreien wegen Kleinigkeiten, Ausraster kriegen oder so weiter. Der ist auf diesem Kanal auch eigentlich. Also, ich will hier entspanntes Gameplay haben, so leichte Unterhaltung geben, bringen. So. Klar, ich bin auch aktuell noch nicht auch so groß, aber es kommt ja auch nicht so für mich drauf an, großer YouTuber zu werden, sondern einfach am Spaß an sich. Und das ist mir wichtig. Und wer auch Spaß dran hat, mir dabei zuzusehen, so, der ist hier gerne herzlich willkommen. Ich bin auch immer für Feedback offen und so weiter. So, was ich besser machen kann und alles. Müssten die bei mir auch mittlerweile regelmäßiger auch kommentieren und so, auch mitbekommen haben. Bei manchen nehme ich mir sogar, wenn es auch mir weiterbringt, so nicht einfach irgendwas random geschrieben wurde in den Kommentaren. Da gebe ich auch noch eine Antwort zu, auf jeden Fall. Nehme ich mir die Zeit, lese ich gerne auf jeden Fall. Aber was ich auch hiermit auch einmal klar darstellen will, sagen will, bei mir auf dem Kanal werde ich definitiv niemals nach Kommentaren, Likes, Abos oder sonst was betteln. Ich mache das einfach nur, weil ich Bock drauf habe zu spielen. So, wer mich folgen will, kann das gerne machen. Aber ich werde hier niemanden dazu zwingen, hier mich zu abonnieren oder drum um Abos zu betteln oder sonst was. Denn ich wurde auch schon privat öfters mal von Leuten so angesprochen, so dass ich auch einfach mal am Ende hier von meinen Videos einfach sagen soll, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked doch das Video, abonniert meinen Kanal und sowas. Nein. Sowas werdet ihr bei mir nicht hören. Habe ich auch nicht vor. Wer bleiben will, der kann bleiben. Ihr Leute, ihr wisst ja eh alle, was zu tun ist, wenn euch meine Videos gefallen oder wenn ihr mehr von meinem Content sehen wollt. Ihr wisst das alle. Ich muss euch nicht daran erinnern. Und
Und damit einfach fertig, damit Punkt. Also, das ist auch so ein Thema, das hat mich auch in letzter Zeit so auch ein bisschen beschäftigt. Tatsächlich, also im Privaten. Und ja, trotzdem, so ein Gebettel werdet ihr bei mir auf dem Kanal auf jeden Fall nicht kriegen. Und auch keine richtigen Ausraster. Okay, es kann sein, dass ich mal wegen irgendwas mich wirklich mal aufrege. Ja. Ist zwar, glaube ich, jetzt bisher noch nicht passiert in den Aufnahmen. Da versuche ich mich noch irgendwie zu beherrschen. Aber ich kann auch nicht versprechen, dass es in Zukunft nicht bei irgendwelchen Spielen vielleicht doch mal passieren kann. Aber ich versuche trotzdem immer beherrscht zu spielen. Nur so. Die Treppe will ich auf jeden Fall aber gleich fertig haben. Weil dann können wir auch oben schon mal anfangen zu planen. Das wäre mir auch persönlich wichtig, so dass wir endlich mal auch bei dieser Festung, die ich geplant habe, die ich auch unbedingt gerne mal zeigen will. So, ich wünschte, ich könnte euch auch darstellen, wie ich das im Kopf habe. Aber wir müssen nun einfach auf das Endergebnis hier abwarten. Aber ich will auf jeden Fall schon auch langsam bald zeigen, so wie ich es ungefähr vorhabe, was ich da ungefähr geplant habe. Und ich finde, hier bei dieser Festung müssen wir auch langsam mal vorankommen. Und es wird auch langsam wieder dunkel. Ich drücke immer aus Versehen C, weil da C aufblitzt. Finde es aber auch gut, dass dort man länger gedrückt halten muss, bis es abgerissen wird. Ansonsten wäre das sehr, sehr unangenehm geworden. Ja, und 5 Baumstämme noch. Die müssten wir auch, glaube ich, haben. Oder haben wir die? Ja, haben wir. Nice. Können wir wirklich fertig bauen? Die Treppe. Immerhin. Dann wird das auch heute mal eine längere Folge. Wir sind gleich schon bei 40 Minuten. Aber dass die Folge auch mal ausnahmsweise mal länger ist, das haltet ihr auch aus. Das überlebt ihr. Ich glaube, die meisten, die aber auch still meine Videos gucken, die freuen sich sogar, wenn das mal ein längeres Video ist. Und ich habe ja auch privat auf jeden Fall ein paar Leute, die sich das immer angucken. So, die kommentieren zwar nicht, aber die sagen mir dann auf jeden Fall privat so, was die toll finden und was nicht. Auf jeden Fall an die alle, die da zugucken, so, auch aus dem Bekanntenkreis von mir, schöne Grüße auf jeden Fall an euch. Das ist der letzte Baumstamm, den wir brauchen. So. Dann. Kommen wir dann nicht hoch? ja, was machen wir dann? Gab es noch irgendwo nochmal die Möglichkeit? Hier, eine Lochsäge. Ja. So. Komm. Ja, krumm und schief, aber egal. Ja, okay. Es ist nicht der Traum, aber naja. Ja, auch alles krumm und schief.
Aber ey. So wie der hier manchmal so am Jumpen ist, habe ich ein bisschen Angst hier drauf zu sein. Aber ey, wir sind immerhin auf unserer Plattform. Ja, ich habe Durst und ich habe Hunger. Checken wir das eben mal ganz schnell. Dann können wir eigentlich rein theoretisch anfangen, hier zu bauen. Eigene Wand, eigener Boden, eigenes Dach. Fundament haben wir ja schon. So, Scheiß bauen 1, 2, eigene Treppe, Plattform, offener Pavillon, Felswand, Felspfad, Stockzaun, noch ein Zaun. So, Baumhaus, alpines Baumhaus, Baumplattform. So, grundlegende Wand, Wand mit Fenster, einfache Treppe, Wand mit Tür. So. Ich würde sagen, wir fangen hier mit einer eigenen Wand an. Perfekt. Brauche ich nicht selber zu machen. So, 155 Holz. Baumstämme. Nice auf jeden Fall. Das hier soll dann nur die erste Etage sein, quasi der Keller. Und ich sag euch auch schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.